Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Hi. Bonjour. Hey. Ich habe beim Programm Femmes de Culture teilgenommen, da ich mich besser mit Frauen im Kulturbereich, besonders im Musikbereich, vernetzen wollte. Das Programm hat mir sehr geholfen, weil ich von meiner Mentorin tolle Tipps und Ratschläge bekommen habe, wie ich meinen Traumberuf, Kuratorin in Frankreich zu werden, erreichen kann. Das Programm hat mir sehr viele Einblicke gegeben in die Berufswelt in Frankreich, im Kultursektor und mich in meinem beruflichen Werdegang, in meiner Orientierung sehr unterstützt. Mentorer une plus jeune femme que soi, c'est aussi revenir sur sa carrière. Et cette réflexion sur soi, finalement, c'est aussi une manière de trouver ce qu'on a vraiment de plus important à transmettre à des jeunes générations. Für mich war dieses Mentoratsprogramm absolut notwendig, zum einen, um mir meine eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen und auch klarer zu sehen in dieser französischen Kulturszene, die oft sehr schwer durchschaubar sein kann, vor allem wenn man nicht selbst aus Frankreich kommt. C'est intéressant parce que ça m'a permis à la fois de partager mon expérience, de lui donner des conseils et de prendre du recul aussi par rapport à ce système français et de se poser quelques questions sur ce fonctionnement. Donc c'est un des premiers programmes de mentorat internationaux dans le secteur de la culture et ça permet aussi d'offrir un cadre plus large au secteur de la culture français. La réussite de ce programme, qui pour l'instant ne concerne que des jeunes femmes allemandes en France, amène effectivement à se dire que l'inverse serait aussi très précieux pour des jeunes françaises qui souhaite développer un parcours professionnel en Allemagne. Ich würde euch sagen, bewerbt euch in jedem Fall. Die Mentorinnen werden spezifisch anhand des eigenen Lebenslaufs ausgewählt. Es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, daran teilzunehmen.